SEAT präsentiert sein erstes vollelektrisches Serienauto, den Mi Electric. Ja, für uns selbstverständlich als erstes Elektrofahrzeug von der Firma. Das Fahrzeug setzt einen Meilenstein in unserer Portfoliogeschichte. Es ist auch das erste Voll-Connected Car, so mit voller Konnektivität. Und wir erwarten, das Fahrzeug setzt die neue Maßstäbe für die Zukunft der Marken SEAT und Cupra. So, die Batterie ist unterhalb des Fahrzeugbodens. Das bringt einen sehr tiefen Schwerpunkt und bringt das Fahrzeug viel Stabilität. Elektromotor ist vorne und die Batterie geht von vorderer Achse bis zur hinteren Achse. Die Reichweite soll nach WLTP bis zu 259 Kilometer betragen. Der Durchschnittsverbrauch liegt damit bei 14,4 Kilowattstunden Elektrizität. Beim Beschleunigen ist der Flitzer elektrotypisch fix unterwegs, 3,9 Sekunden von 0 auf 50. Auf 100 dauert es dann doch noch 12,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist zugunsten der Reichweite auf 130 km/h begrenzt. Bitte mit dem Fahrzeug drei Ladealternativen. In der schnellste kann man in weniger als einer Stunde mehr als 80% der Batterieladung erfolgen. Und dann bieten wir auch die sogenannte Mod 3 Variante. Da kann man in 4 Stunden die volle Batterie bekommen. Dazu bieten wir als Notfall die Mod 2 Lösung, mit der man auf jede beliebige Steckdose laden kann. Das aber nimmt ein bisschen mehr Zeit, mehr als 10 Stunden. Der Einstiegspreis für den Mi Electric liegt bei gerade mal 20.650 Euro. Nimmt man noch die Umweltprämie dazu, sind es gerade einmal knapp über 16.000 Euro. Und damit ist er nach Abzug des Förderbonus genauso teuer wie ein vergleichbares Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Allerdings ist der Mi Electric nun der einzige Mi, denn die Produktion der Verbrennungsmotoren wurde schon vor einiger Zeit eingestellt.